Die Ampel geht an. Die Ampel an. Und der ist 2 Sekunden. Fahrt zum Rennen. Die ersten drei Plätze sehen schon mal gut aus. Also, da hinten sind meine Hinkwelle. Was ist da los? Was ist da los beim Jörg? Und da schaut auch noch Mikko Meier drauf. Was ist denn da passiert? Da muss ich mir jetzt eben die Wiederholung angucken, weil das war ja ganz komisch. Da, Jörg Degenkolb. Da sind viele Teile geflogen. Und auch, oh, ein SKS-Fahrer ist da ganz hinten mit. Oh, was ist denn da passiert? Kai Knebel auf Platz 10. Sieht gar nicht aus. Das gibt's ja nicht. Da ist der Jörg Degenkolb beim Start. Direkt beim Losfahren hat er sich gedreht und hat den Kai Knebel getroffen. Der hat sich gedreht, wurde vom Henning Wollert getroffen. Und ei, du Witzker. Das war der. Aber dann ist noch der Stefan Denig mit voller Wucht in den stehenden Kai Knebel gedonnert. Und dann donnern noch diverse andere Autos auf noch andere und da verliert noch der Petrikowski die Frontschürze. Das war wirklich ein Riesenchaos. Ja, jetzt haben wir den Stefan Denecke ja mal im Bild. Der fehlt das Vorderrad. Unglaublich. Also mit voller Wucht muss er da den Wagen getroffen haben. Kannst du beim Server, also bei dem Stream, die Replay einblenden? Ja, jetzt haben wir deshalb das Problem, dass er wahrscheinlich ein bisschen laggy sein wird. Ich gucke jetzt gerade mal ab vorne. Weil das wäre sicherlich sehr interessant zu sehen, weil das kann man sich eigentlich nicht entgehen lassen. Jetzt bei 100 Sekunden Verzögerung. Meine Güte, was war da denn los? Ja, das riechen wir natürlich hier eine ganze Weile. Jetzt gucken wir mal, ob wir den Start nochmal erwischen. Also wir sind jetzt bei Verzögerung der Aufzeichnung von 120 Sekunden. Oha, oha. Ja, da gab es natürlich einigermaßen Kleinholz, also... Also das ist jetzt auch wirklich sehr, 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 sehr schade für Kai Knebel, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, er hat 2004, also er hat mehr als 60 Stunden reine Fahrzeit an Training vergeben, also betätigt, sag ich mal, und dann direkt beim Start nach 5 Sekunden mit voller Wucht getroffen zu werden, das wünsche ich mir wirklich keinem. Nee, ganz gewiss nicht. So, schauen wir mal, ob wir das hier noch einigermaßen hinkriegen. Kannst ja derweil im Feld mal gucken, ob irgendwas gerade passiert. Ich versuche ja mal, das ganze Ding noch zurückzuspulen. Das ist, ja, also Martin Pommern ist hier auf Platz 1 mit ungefähr eine Sekunde Vorsprung. Ich mache jetzt einfach mal, ohne dass ihr was seht, ich kommentiere das einfach mal danach. Zweikampf Schneider gegen Welle, das ist sehr eng. Ich gucke aber mal Thomas Sutter, Dieter Himmel und Marinus Rieder. Oh, Marinus Rieder ist auf Platz 6 vorgekommen durch das Schlamassel. Ja, das ist alles so ein Pulk. Da ist aber sieht. So, wir sind jetzt hier bei der Wiederholung des Starts. Und hier den Stefan Denecke, wie er hier innen erstmal den ganzen Kauf hat. Mit dem steht allerdings schon Kai Knebel, trifft ihn da mit voller Wucht davor, nur Chaos. Und der Ursprung von Video war, glaube ich, dass der Jörg Degenkolb sich direkt vom Start weggekriegt hat. Und da dann den Kai Knebel getroffen hat, und dann gab es da diverse Drehungen. Ja, also das hört sich jetzt nur so übel an, also jetzt nicht der Ursprung des Videos, aber das war jetzt der Ursprung. Die Position steht leider nicht ganz hier, aber auf jeden Fall ist der Jörg Degenkolb den Kai Knebel hier angeschoben hat direkt, der sich dann weggedreht hat. Petrikowski trifft hier auch noch einen der S&F-Jungs. Petrikowski fährt ja auch weit nach außen. Und ein Lamborghini schießt hier auch noch richtig durchs Feld. Venus kann hier auch rumkommen. Entkommt in die ganzen Schlamassel. So, ich gehe jetzt aber mal live-Bild. Marinus Rieder jetzt auf Platz 5. Und wir schauen mal,
bei Manfred Schneider und Michael Welle, die sind ganz dicht zusammen. Michael Welle natürlich enorm Topspeed, wie wir jetzt natürlich schon im Qualifying festgestellt haben. Oh, greift hier an. Das ist, wenn man jetzt nicht zu wenig Flügel wählt, also wenn man jetzt nicht zu schnell auf der Gerade ist und dann keine Kurven mehr hinkriegt, ist das eigentlich ziemlich schlau, besonders auf so einer charakteristischen Strecke wie hier. Dann kann man nämlich auf der Geraden mal einen Überholversuch starten und in den Kurven, wenn man dann vorbei ist, wirft man halt einfach den Anker. Und die Kurven hier kann man eigentlich sowieso nirgendwo überholen. Das ist eigentlich eine clevere Strategie. Das konnte ich, vielleicht letzte Woche, glaube ich, also vor zwei Wochen in der Formel 1 war das ähnlich der Fall. So, Michael, oh, Stefan Buchwart ist hier raus, steht als Grundunfall. Oha, ja, da hat eine Berührung gehabt mit, wer ist es? Mit Christoph von Borzyskowski, Ausgang der, also am Eingang der langen Geraden und schießt dann mit 120 km frontal in die Leitplanke. Hey, wir haben in der Box stehen. Kai Knebel hier auf Platz 13, wir gehen gerade mal das Feld von hinten durch. Auf Platz 12 Jörg Degenkolbe. Auf Platz 11 Juri Schreppfart, wie ich es gerade richtig ausgesprochen habe. Schreppfart, ja genau. Schreppfart. Ja. Christoph von Borzyskowski auf 10. Auf 9 Hasso Osterkamp. Auf 8 Frank Bauer. Position gehalten, würde ich sagen. Oh, dein Teamkollege Carsten, der Gerhard Zeller, auf Platz 7, oh, auf jeden Fall gut Punkte. Ja, klar. Dieter Himmel, oh, so weit vorne haben wir auch nicht, habe ich jetzt gesehen hier in der GT Masters. Jetzt auch vielleicht ein bisschen profitieren können von dem ganzen Kuddelmuddel am Start. Und jetzt auf Platz 6, jetzt ein bisschen den Marinus Rieder vielleicht unter Druck. Marinus Rieder auf 5, der auch im Warm-up, wo wir ein bisschen hier im Channel hatten, geklagt hat, dass er nicht wirklich auf Tempo kommt hier auf der Strecke. Meinte vor ihrem Training, das Auto fährt sich irgendwie wie ein Lastwagen. Also auf jeden Fall ist er jetzt auf jeden Fall mit dem Lastwagen auf Platz 5. Ja. So ist halt das Schicksal. Ja, ich meine, es kann passieren, man trainiert halt nicht so viel wie der Marienfest oder man lässt sich halt durch den Rennen Zeit und dann hat man halt Glück. Wie gesagt, wie es bei Kai Knebel war, trainiert, ich kann es nur oft genug sagen, wirklich 60 Stunden Fahrzeit trainiert und dann einfach nach einer Runde, nach einer, nein, nicht mal nach einer Kurve, nach direkt am Start, ja, aus. Direkt am Start. Vielleicht nochmal zum Ausfall von Stefan Vukovac. Das war halt Ausgang der langen Geraden. Stefan Vukovac war so auf dem Curb. Und außen war Christoph von Borzyskowski. Christoph kommt so leicht ins Driften nach innen, aber mit seinem linken Vorderrad, Stefan Vukovac mit seinem rechten Vorderrad, und der kriegt dann den Impuls, dass er halt sehr stark, also quasi im 90-Grad-Winkel einfach nach links schießt und hat keine Chance mehr, das Auto abzufangen. Aber ist jetzt auch keine Schuldzuweisung unbedingt für Christoph. Weil, ja, wenn man dann halt da fährt und man ist im Zweikampf, dann kann es schon mal passieren, dass man halt einfach rausrutscht und dann so ein bisschen ins Driften kommt. Dann war halt da gerade leider der Stefan im Weg. Ja, das kann natürlich immer passieren. Vor allem, sag ich mal, in den ersten Runden, die Reifen vielleicht nicht wirklich auf optimale Temperatur sind. Darf man auch nicht vergessen. Ist natürlich auch immer schwierig, den Wagen dann richtig einzuschätzen, denn im Training ist ja so, man fährt aus der Box, fährt sofort schnelle Runde. Wenn man es nicht extra testet, ist das dann teilweise ein bisschen schwer einzuschätzen. Jetzt aber Michael Welle direkt an Martin Kuhlmann dran, sehe ich das richtig? Ja, der ist dran. Da muss der Martin irgendwo einen Fehler gemacht haben. Geht das auch auf Kampflinie? Ja, und wo ist eigentlich der Manfred Schneider? Der ist jetzt 2,5 Sekunden auf Platz 3, also hält sich auf jeden Fall da. Und meine Tastatur klappt wieder. Ich stelle jetzt mal auf Push to Talk. Ja, was ist denn da los? Das ist unglaublich da vorne. Michael Welle
jagt den Martin Thurmann. Oh, ab und zu meine Maut bewegen, dann schalte ich das auch wieder ab. Das bleibt mir nicht vergessen. Ach, ich vergesse die Redetaste zu drücken. Also Hasse Osterkamp hat sich gedreht und am Ende der, also an der Spitzkehre, und hat damit zwei oder drei Positionen, glaube ich, verloren. Ja, ich bin jetzt gerade nur auf Platz 9, wird jetzt hier gerade geführt. Ich guck mal hier im Rennen. Ja, hält sich hier noch hinter dem Frank Bauer, glaube ich. Ja. Manfred scheint hier leichte Probleme zu haben. Verliert hier immer mehr Zeit auf Michael Welle und Martin Fuhrmann. So wie es mir vorkommt, schlecht durch Rechtskurven. Wahrscheinlich baut sein linker Vorderreifen ab. Das könnte natürlich gut sein, ja. Natürlich das Setup dahingehend ein bisschen abgestimmt ist, beziehungsweise dahingehend vielleicht nicht gut genug abgestimmt ist, dann entwickelt sich das schnell untersteuern. So, und Osterkamp will sich schon wieder, das gibt's ja nicht. Ist schon auf Platz 11. Ja. Und wir haben einen interessanten Zweikampf zwischen Gerhard Zeller und Dieter Himmel. Kämpfen hier um Platz, da ist noch Marinus Rieder dabei, die kämpfen hier um Platz 5. Ah ja, da haben wir sie. Und direkt dahinter ist ja auch noch Frank Bauer. Ne, jetzt habe ich mich verguckt. Oh, das tut mir jetzt leid. Ne, das ist eine Runde weiter hinten. Da kämpft nämlich Mirko Meyer gegen Christian Kohlsche. Ah, ja. Ja, da sehe ich es auch. Der Frank Bauer steht da an, will die beiden überrunden. Diesmal sehr, sehr heikel, wenn davor zwei gerade am Kämpfen sind. Ich gucke mal dabei jetzt nach vorne. Michael Welle nur knapp 4/10, ein bisschen weniger als 4/10 an Martin Fuhrmann dran. Jetzt kommen wir gut durch die Kurve. Dann bleib du am besten mal hier auf dem Führungskampf und ich guck mal, ob im Feld irgendwas passiert. Ja. So, jetzt hier aus der Spitzkehre, aus der ersten Kurve oder zweiten Kurve, ehrlich gesagt, so kommen die beiden gut raus. Michael Welle, eigentlich bei einem super Topspeed, saugt sich jetzt hier an und sieht, er kommt immer näher ran. Martin Fuhrmann fährt Kampflinie. Michael Welle setzt sich daneben. Beim Anbremsen kann er es nicht ganz schaffen. Martin macht kann natürlich auch sein, dass der Martin das jetzt gemerkt hat, dass der Michael sehr schnell ist auf der Geraden und dass er dann halt kurzerhand auch mal seinen Flügel noch ein bisschen runtergestellt hat, um sich dem ein bisschen zur Wehr zu setzen. Das kann natürlich sein, ja. Also im Vorfeld im Training und Qualifying hat er natürlich gesehen, wie schnell der Michael da ist und dass er vielleicht noch schnell nochmal kurz vorm Rennen Setup da nochmal was angepasst hat. Da war ja auch vorher die Ansage von Michael, der will das hier gewinnen. Also er ist jetzt nicht auf dem schlechtesten Kurs dazu. Ja, sich den Manfred Schneider hat er sich schon geschnappt. Ein Platz weiter nach vorne ist er also schon. Für neuer letzter Hit. Der Michael ist eher als Reifenfresser bekannt. Also der ja. Braucht die Reifen natürlich extrem. Wir haben nur noch, ich sehe, 6 Minuten. Das 20 Minuten Sprintrennen, das geht eigentlich immer rum wie nix. Wir werden sehen, wie seine Reifen natürlich noch mitmachen. Der Martin Fuhrmann, der kann da eigentlich eher Reifen schon da fahren. Ui, und ist halt besser. Aber hier fahren beide ziemlich wild. Der eine vielleicht eher innen, der andere eher außen. Aber kommen beide gleich durch die Kurve hier gerade. Also bei Anbremsen stehen wir Michael wieder ein bisschen die Räder. Und beim Rausbeschleunigen braucht der Michael da wesentlich mehr Strecke. Der Martin fährt da wesentlich direkter. Und jetzt hat er ein bisschen Boden, habe ich da auch gerade gehabt, verloren. Kommt jetzt also wirklich ein Zweikampf vom Einzelnen hier zwischen den beiden auf Platz 1 und... Ja. Da fährt aber Martin ganz stark Kampflinie, aber ganz stark von den beiden, keine Berührung. Ja. Und wenn jetzt der Manfred Schneider mal nicht kommt, dann klopft da bald von hinten der Thomas Sutter an. Oh, und ich sehe, ich habe meine Maus wieder nicht bewegt. Ein kleiner Moment. So, Maus wieder funktionsfähig. Was mir hier so auffällt, der Martin Fuhrmann, der kommt sehr gut in die Kurven rein.
Der Michael Welle verpasst, glaube ich, immer so ein bisschen den Scheitelpunkt der Kurve. Das kann natürlich auch an der Dirty Air liegen, wie ich vorher schon mal beschrieben habe, dass halt einfach ihr Windschatten in den Kurven ist, was halt wirklich nicht gut ist. Und da fährt er wirklich an Schlangenlinien. Oh ja. Da muss er sich dann schon auf der Grad stark verteilen. Jetzt könnte es was werden. Und da steckt Michael zurück. War hier, glaube ich, auch klüger an der Stelle. Ja, jetzt kann der Martin auch ein bisschen weiter raus in der Kurve, weil hier ist er wieder weit weg. Also beschleunigt schon recht gut aus der Kurve raus. Ja, ich glaube, der Michael Schneider hat sich jetzt mit Platz 3 schon zufrieden gegeben, so wie es erstmal aussieht. 3,5. Ja, kommt aber, glaube ich, auch ein bisschen näher wieder ran an die beiden vor ihm. Da war eben schon der Abstand größer. Ja, die beiden kämpfen natürlich auch wie wild hier, ja. Klar, dann verlieren sie auch wieder die Zeit, das stimmt. Ja, zum Beispiel. Oh, der Fliegenkölbe hat einen Did Not Finished jetzt gerade bekommen. Oh. Da schauen wir mal, was da los ist. Oh, ja, da dreht er sich lenkt gegen und schlägt dann im Infield gnadenlos in die Leitplanke ein. Und das war's dann für ihn, hat er Escape gedrückt. Ja. Ah, Schussstange ab und da ist nichts mehr zu holen. Schade für den, aber oh, Michael Welle ganz dicht dran. Oh, jetzt berühren sie sich auf der Geraden schon fast. Eine erste Kurve, ja, die Dirty Air ist wieder aktiv. So. Jetzt ist wieder spannend. Die erste Kurve hier, oder auch die erste langsame Kurve. Ich weiß jetzt nicht, ob das allerdings wirklich regelkonform ist von Martin Fuhrmann, weil der fährt jetzt nicht vor, auf den Quaden sehr viel Schlangenlinien. Ja, gut, da habe ich das Regel jetzt gerade nicht. Müsste mal nachgucken, was die Regeln dazu sagen. Ich schaue vielleicht mal nach, wie oft man die Spur. Hier sieht man wieder, hier drängt er ihn nach außen, da wollte er nach innen und dann. Gut, am Ende der Geraden war okay, er fährt in der Mitte und bremst dann. Das war wieder sehr knapp. Aber davor ist natürlich auch schon mal oft hin und her gefahren. Versucht natürlich den Michael da abzuschütteln, aber ist schon wirklich hart. Was ich vorhin gesagt habe mit den verschiedenen Kurventechniken, das kann natürlich auch dann liegen wegen der Flügelwahl. Weil bei dem Michael fällt es halt auf, der fährt halt eher schnell in die Kurven rein und wird dann etwas langsamer und fährt dann in die Kurve raus. Und Martin Fuhrmann, genau umgekehrt, hier sieht man schön, Martin Fuhrmann fährt halt sehr weit innen die Kurve an und fährt dann halt sehr weit raus. Ja. Der Michael auch immer, hat immer mehr stehende Räder so ein bisschen als der Martin, fährt wirklich hier letzte Rille. Wir müssen mal bei der Polizei melden, hier ist der international gesuchte Hinterreifen leider. Oh, jetzt. Jetzt? Oh, da, naja, was Martin da macht, das finde ich jetzt nicht so okay. Ja, er geht in die Mitte, dann zieht Michael nach und Martin geht noch ein bisschen weiter. Ist natürlich jetzt kein Zickzack hin und herfahren, aber er täuscht ein bisschen an und zieht immer so Stück für Stück weiter. Ja, es war halt hier in der Kurve zu beobachten, also auf der Startzielgeraden. Na, hier sieht man es jetzt wieder halt. Es wird halt Zickzack hin. Also auf Start und Ziel war es halt sehr. Ne, jetzt bleiben wir erstmal hierbei. Kann ich gleich erst. Jetzt. Jo, ist natürlich sehr, sehr eng. Er schickt ihn ja auf den Körper, das war's. Oh, da liegt ein Stoß. Mal gucken, was da los war. Das überrascht mich doch wirklich, dass der Michael da wirklich so gut an dem Martin Hamblatt war. Letzten Rennen nicht mehr zu sehen. Also. Oh! Die Stoßstangen, die da lagen, das war die Heckstoßstange von Hasso und die Rückstoßstange von Christoph von Borzikowski. Hasso hat er sehr weit innen überholt, kam dann gerade um die Kurve geschossen, während in dem Moment halt gerade der Christoph eingelenkt hat und so hat halt Christoph Hasso getroffen. Fahren aber beide weiter. So, die letzten 30 Sekunden laufen hier ab, das heißt, wir gehen jetzt auf die letzte Runde, das heißt, jetzt zählt nochmal. Hier kann eigentlich kein Angriff starten, weil diese Kurve wird einfach zu schnell gefahren, da würde es nur zu einer unweigerlichen Berührung kommen. Jetzt allerdings hat er eine Chance. Gucken. Nee, er bremst auch wieder.
jetzt sich nicht zu weit abhängen lässt auf der Kurve. Während das hier womöglich die letzte Runde ist, wir haben 19 von 20 Minuten schon geschafft. Ja, Zeit ist jetzt abgelaufen, das heißt, das sind die letzten Meter, oder das ist die letzte Runde hier. Jetzt, versuch das nochmal. Wenn er es jetzt erschafft, das wäre natürlich Wahnsinn. Ja, Martin Fuhrmann, der lässt sich natürlich nicht ins Boxhorn her und bremst hier wirklich super die Kurve an. Jetzt ist eigentlich schon fast gelaufen. Also die ersten Leute sind hier jetzt auch schon im Ziel. Nee, sind nicht im Ziel, nee. Meine Anzeige spinnt. Oh, okay. Die beiden sind auf jeden Fall die ersten, die jetzt dann über die Ziele fahren. Ja. Gerade nochmal die Maus gerettet. So. Oh, da lag wieder irgendwie ein Abstandsschild zur Kurve auf der Strecke. Die beiden haben glücklicherweise nicht gestört. Tja, versuchst du nicht noch irgendwie im Infield? Das ist eigentlich nicht möglich. Also da würde eigentlich nur eine Kollision entstehen. Ja, ganz genau. Schade. So, und jetzt ist die Position endgültig. Ja. Martin Fuhrmann mit Licht über Startziel. Ja. Mit einem Zehntel Vorsprung, das ist mal wirklich sehr eng. Jetzt kommt Manfred Schneider über die Box, im Alpina, danach Thomas Sutter. So, als nächstes, sehe ich das richtig, Dieter Himmel, auf Platz 5, hat den Marinus wieder geknackt. Oh, Marinus wieder. Stimmt, Marinus wieder, auf Platz 6, vorhin noch zurückgefallen, aber rettet sich kurz noch vor Frank Bauer. Da kommt wohl wieder das zum Tragen, was er uns vorhin erzählt hat, weil war halt einfach durch sein auch nicht so zahlreiches Training halt einfach nicht so schnell auf der Strecke, und wenn man dann halt so durch diese ganzen Malheurs von vorhin so weit vorgespult wird, dann kann es natürlich passieren, dann, dass dann die Leute von hinten halt ziemlich schnell aufholen. Ja, stimmt. Hast du, der hier ohne Heckschutz mal über die Ziele kommt, hat es doch geschafft. Christoph kommt jetzt auch ohne Frontschürze entsprechend. Ja, da ist er, ja. Auf Platz 11. Oh, Henning Wollert hat eine ganz große Delle vorne im Kühler. Was war da los? Ui. Ja, da sieht, das ist aerodynamische Feinarbeit. Ich guck mir nochmal die Wiederholung an, ob man da eventuell wo was erkennen kann. Christian Kohlsche ist schon im Ziel, auf Platz 13. Mirko Meier, da gibt man auch nicht Stoff hier, aber das dürfte eigentlich auch schon über Ziellinie sein. Auch eine Runde zurück. Kalknebel, auf dieser 15 vorgefahren, das würde ihn natürlich nicht gerade sehr freuen. Sag mal, werden eigentlich die ersten 10 jetzt getauscht oder die ersten 8? Soweit ich weiß, alle, außer die, die jetzt irgendwie Unfall hatten, also das Lobby kommt eh nach hinten. Ach ja, stimmt, ich hänge jetzt irgendwie bei der WTC, ja klar, alle. So, ich hole mal die ersten 3 hier derweil mal runter. So, den Martin Fuhrmann. Ah, Michael Welle. Jo. Armin. Und den Manfred Schneider. Ja, gleich sieben Qualifying. Leicht vertauscht. Aber Glückwunsch an euch drei. Martin, natürlich, zum Sieg. Ja. Sag mal, wie war's? Ja, es war. Dankeschön und. Ja, war ja schon anstrengend. Ja, wir haben gesehen, also du hattest da wirklich einen Klasse-2-Kampf, beziehungsweise Michael hat dich natürlich erst den Manfred Schneider geschnappt und auf einmal sah man nur noch, dass du wirklich vor ihm auftauchtest. Was war los? Ja, das Auto ging schneller. Es ging nicht schneller. Ich musste mich nur noch wehren gegen Michael. Also wenn er vorbei gewesen wäre, wäre er vorbei gewesen. Dann wäre die Essen gewesen, aber so. Hatte ich eigentlich ganz nett zu tun, ihn noch hinter mir zu halten. Aber er war auf der Bremse an der Spitzkehle, da war er nicht so energisch gegen, sag ich mal. Aber ansonsten war er ganz schön hartnäckig. Ja. Hat schon Spaß gemacht, obwohl, ja. Michael, beißt er wie so ein Terrier quasi? Michael, wie war's? Ich bin nass. Der Wadenbeißer. Ich bin echt nass, ey, muss ich ehrlich sagen. Also top gefightet von Martin, super. Auch von Manfred. Also ich hatte nur eine Chance an der Spitzkehre, hatte ich nur. Das war die einzige Chance, die ich hatte. In der Runde war ich so schnell, also quasi neben dir, das musste einfach gehen. Ja, ich meine, ich hab schon gewusst, dass ich die nicht halten kann, und
Du hast gekämpft wie ein Stier vor. Das Ding war ja andauernd quer. Was hast du für einen Flügel, Mann? Ja, ich weiß nicht. Das war irgendwie ziemlich schmierig. Und ja, ich wollte nur auf dem Podest bleiben. Und das habe ich geschafft. Wobei ich mich noch in der vorletzten Runde gedreht habe. Das habe ich gesehen. Ja. Und Martin war, ich glaube, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Top-Fighter. Also. Boah, hat so viel Spaß gemacht. Habt ihr mitbekommen, was da am Start los war? Ja, nee, ich habe im Rückspiel gesehen, dass Kai Knebel sich gedreht hat. Das lag, also wir müssen es ja jetzt genau gleich, also auf jeden Fall hat der Jörg sich gedreht beim Start und hat dann ist dann in Kai gefahren, die haben sich dann irgendwie alle gedreht und sind ineinander gefahren. Ja, wir können uns den Kai gleich nochmal hier dazu holen. Ja, also auf jeden Fall auch von mir Glückwunsch für den Zweikampf. Also das war wirklich erste Sahne. Vom Martin sowie vom Michael. Martin immer geblockt, ganz fair. Und der Michael auch sehr gut gefahren. Hat ihn gar nicht berührt, glaube ich. Also immer einen Millimeter dran, aber nicht berührt. Ich glaube, das ist auch meine Art, so zu fahren. Und das kann ich auch. Also ich fahre das nicht ganz selten, dass ich Leute anramme. Also dann tut es mir auch, das mache ich eigentlich normal nicht. Ja, los, Michael, gib mir dein Setup endlich. Nein. Aber jetzt hast du ein Problem im Hauptrennen, weil ich stehe vor dir. Wenn den Kai Knebel jetzt nochmal dazu holt. Kai, wirklich sehr, sehr krasse Situation da am Start. Beschreib mal aus deiner Sicht, was war los? Ja, ich weiß es gar nicht. Ich muss mir erstmal das Replay anschauen. Ich kann es dir sagen. Ja, und zwar der Jörg Degenkolbe, der stand ja Position hinter dir, schräg hinter dir. Und er hat sich irgendwie beim Start gedreht. Ich weiß nicht, ob das noch, weil der ist auch danach ganz langsam weitergefahren, ob da irgendwie vielleicht ein Hänger oder sowas drin war. Auf jeden Fall hat er am Start gedreht und hat dich halt getroffen und bist du quer gekommen und dann ist, glaube ich, der Stefan oder wer es war halt frontal mit voller Wucht in dich reingefahren. Ja, da war ziemlich viel Geld. Und wir haben schon von den Zeiten nichts mehr. Wir haben im Stream schon gesagt, es ist wirklich extrem schade, wie viel Zeit er dann halt ins Training investiert und dann halt direkt beim Start sowas. Das Training macht ja auch Spaß, sonst würden wir es ja nicht machen. Das ist wie im richtigen Leben. Gute Einstellung. Ja, aber schade, ich hätte nicht gerne mal gewusst, wie das ist, wenn Kai da noch bei gewesen wäre. Ja, das wäre interessant geworden. So. Ich meine, wir müssen halt ein bisschen mehr üben wie ihr zwei da. Also ich bin ja gerade kein Kaffeeklatsch gefahren, mal davon ab, ne? Ja, irgendwann seid ihr dran. Ich bin nass, Alter, das glaubst du gar nicht. Und ich hab mehr ins Spiel geguckt als nach vorne. Der Stern wird immer größer, wa? Aber nach der Spitze wäre immer kleiner. Die SK ist auf jeden Fall wieder mit einer starken Leistung hier. Auch gut, Kai muss natürlich alles von hinten wieder aufrollen. Hat jetzt natürlich dann bessere Karten im zweiten Rennen. Dann auf jeden Fall viel Erfolg euch. Ja, danke. Kurze Frage. Neu gestartet ist noch nicht, weil ich noch nicht drauf konnte. Bin ich mir jetzt gerade rausgefallen? Nee, ist jetzt. Jetzt hat. Okay, danke. Und das steht nur noch auf Rennen, warte, ob es da umschwingt. Naja, er lädt ja Autos. Ja, er lädt Autos. Also nochmal Glückwunsch an euch zwei, gell? Ja, Gratulation. Ja, danke. Danke. Mein Mitstreiter natürlich auch. Ja, wie gut, dass Dominik da war. Da durfte ich auch da stehen jetzt mal. Und noch viel Glück und Erfolg und Spaß allen Fahrern, die sich jetzt hier noch im Channel befinden für das lange Rennen. Ich muss jetzt nur versuchen, dass Martin mich am Start nicht kriegt. Das wird schweißleitend jetzt. So, und danke Jungs. Jo. Und viel Erfolg erstmal fürs zweite Rennen jetzt, fürs Hauptrennen. Und ja, passt beim Start auf. Ihr seht, das wird sehr eng da. Ich schiebe euch mal wieder hoch in die Rennen. Hm? Ja, mach das. Tschüss. Vielleicht hören wir uns ja später nochmal. Ja. So. Na, das war der Michael. Ja? Ich glaube ja, obwohl man es ihm jetzt nicht angemerkt hat, das hat ihn gewurmt, dass er da nicht vorbeigekommen ist. Ja, doch so im Geheimen. Also, wenn er natürlich schon vorher die Ansage macht, er will gewinnen, dann ist er natürlich dann auch schon, ist natürlich trotzdem happy, dass er jetzt Platz 2 erfahren hat. Bei den letzten Rennen liefen alles andere als gut für ihn. Aber man muss auch sagen, da ist er halt auch so fair, der Michael, dann versucht er halt nicht ihn wegzuräumen, sondern bleibt fair auf Platz 2, wenn er nicht vorbeikommt. Genau. Und hier sehen wir Stefan Dediger auf Platz 1.
Ja, mein, der Pechvogel aus dem ersten Runden, aus dem ersten Rennen. Ein ehemaliger Teamkollege und guter Freund. Da bin ich mal gespannt. Wenn der das gewinnt, dann bezahle ich ihm sein 24-Stunden-Rennticket. Das gebe ich hier mal offiziell raus. Gut, die, das ist jetzt mal angenommen, das ist jetzt auch quasi hier in Granit gemeißelt. Das wird jeder sich anhören können. Das heißt, da kommst du auf jeden Fall nicht von weg. Ja. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass ich ihm das jetzt nicht zutraue, dass er das nicht schafft. Also, die Chance ist zwar sehr gering, sagen wir mal, aber wenn er es schafft, dann bezahle ich ihm das. Fertig. Stefan, du wirst es hören. Das ist mein Wort. Ja, genau. Also wie gesagt, wir haben jetzt umgedrehte Startreihenfolge. Die Jungs hinten. Wirklich wieder sehr interessant. Gerade hier der Hasso Osterkamp. Fällt jetzt hier von 18 los. Das jetzt schon die richtige Startaufstellung ist. Na, wir werden es gleich, wenn wir ins Rennen switchen, werden wir mal sehen, wie das da wirklich ausschaut. Es gab ja noch diverse Strafen. Zwar nicht gerade leider den Überblick. Aber wir gehen einfach mal die Startreihenfolge durch, wenn wir dann ins Rennen gehen. Und dann sehen wir ja natürlich, wo alle final stehen. Dann einmal schöne Grüße an Dominik Fabert. Ich weiß nicht, ob er uns jetzt irgendwie hört. Wahrscheinlich nicht. Stimmt, ja genau, kein Karneval. Er ist mit seinen Kumpels in den Becher gucken. Und ja, wenn er uns noch hören kann, dann wird er uns auch wahrscheinlich nicht zuhören, weil er da mit seinen Freunden beschäftigt ist. Aber die Wiederholung wird er sich sicherlich angucken, von daher grüße ich ihn jetzt hier mal. Genau, ja. Martin Fuhrmann hat sich da echt arg wehren müssen im ersten Rennen und startet jetzt natürlich dann auch hinter Michael im zweiten Rennen. Und natürlich die Frage, wie bringen die beiden so ihre Reifen so auf Temperaturen so in den ersten Runden? Michael, wie gesagt, eigentlich der Reifenfresser so ein bisschen, aber jetzt im ersten Rennen hat mich wirklich beeindruckt. Er blieb die ganze Zeit dran und wirklich war sehr, sehr ernsthaft als Gegner da unterwegs. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Martin jetzt, weil der Michael ist ja, brauchen wir nicht drum wegen, einfach ein Reifenmörder. Und dass der Michael jetzt, also der Martin weiß ja, dass der Michael auch nicht gerade der Langsamste ist, dass der Martin den Michael jetzt einfach mal vorfahren lässt, die sich dann halt so quasi gemeinsam nach vorne vorarbeiten. Und wenn der Martin so schön reifenschonend hinterhergefahren ist und der Michael sich dann nach vorne gearbeitet hat mit Martin, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Martin halt dann zuschlägt. Ja, das stimmt. Ja. Also auf der Geraden war er, wie wir gesehen haben, auch nicht wirklich langsam. Wie natürlich gerade mal fragen können, was er mit seinen Flügeln gemacht hat. Aber da hat er nicht nochmal gute Chancen. Das heißt, wenn Michael dann irgendwo nochmal ein bisschen nervöses Auto vielleicht irgendwann durch die Reifen kriegen sollte, dann ist der Martin sicherlich der Erste, der an ihm dran ist. So, es gab, weiß ich, ob wir es schon erwähnt haben, jetzt natürlich dann die leichte Umgruppierung. Das SRF-Team besteht jetzt aus Christian Kolsche und, genau wie wir vorhin erwähnt haben, den Joris Schreckbart. Die beiden, der Christian kennen wir ja schon als Ersatzfahrer vom M-Power-Team. Hat da schon einen recht guten Job gemacht. Weil es hier in dem Rennen, glaube ich, auch ein bisschen beeinträchtigt durch den Startcrash. Schauen wir mal, wie es bei Ihnen läuft. Was hier jetzt, was vielleicht auffällt, was man nicht verwechseln darf, ist SRF Racing und S&F Racing. Stimmt, das kann leicht mal verwechselt werden. Ich weiß nicht, ob wir mal durchgucken jetzt im Rennen, wie das mit den Teamnamen ist. Ich weiß, dass wir in den letzten Rennen immer mal so das leichte Problem hatten, dass wenn wir auf einen Fahrer gegangen sind, dann ein falscher Teamname eingeblendet wurde. Da müssen wir natürlich mal gucken, ob das hier jetzt auch der Fall ist. Versuchen das natürlich auf jeden Fall immer richtig zu stellen. So, und immer schon die Maus bewegen. So, im Moment passt nicht so viel. Also sie wahrscheinlich gerade eifrig dabei, die Startaufstellung einzustellen. Alle Wagen stehen ja schön aufgereiht in der Box.
Können einfach mal ein bisschen hier durchgehen. So, hier ist unser schönes Auto. Bitte? Hier war gerade unser schönes Auto zu sehen, unser Safety Car, das hier mitten in der Box steht. Das ist unser SRC TV oder SRC Simrace TV Wagen. Dann hier den BMW. Also hier schon wieder. So, hier haben wir den Lamborghini von Mirko Meyer. Können wir einfach mal ein bisschen uns das Ganze mal genauer angucken. Textur stammt ja von ihr. Sehr schön auf jeden Fall, also sehr gut. Danke. Und hier hinten auf dem riesen Heckflügel. So, jetzt haben wir eben schon den Brenn, deswegen gerade dieser leichte Zeitverzögerer. Oder wenn man hier jetzt zum Beispiel uns mal kurz den Audi R8 von Henning Bollert angucken. Ich muss gerade husten. Da sieht man vorne drauf, danke Bernd. Denkt man sich jetzt vielleicht, wieso danke Bernd, vielleicht kurz zur Auflösung, dass man sich das nicht immer fragen muss. Bernd Böhm ist damit gemeint, das ist ein Renderer, der auch für MMG, die den Formel 1 von 2007 und diverse andere Mods rausgebracht haben, zugange ist. Und er hat halt wirklich einen sehr, sehr schönen Render halt von diesem Auto erstellt. Genau, hier sind wir auf der Seitentür. Ansätze einer Uhr. Sehr gut implementiert in das Ganze. Ja. Soll wohl symbolisieren, dass hier gegen die Uhr gefahren wird. Oder auch ja. Ich glaube... Nee, das waren die Lamborghinis, die in echt immer die Uhren drauf gehabt haben, nämlich diese Blancpain-Uhren. Ah, okay. Bei 24 Stunden Spa und bei GT Masters war ja immer die oder ich glaube auch nur bei 24 Stunden halt dieser Chef von Blancpain halt die Uhren herstellt. Der sponsert halt ein Lamborghini-Team, war glaube ich Marc-Anton Hayek oder so hieß er. Ja. Also seid mir jetzt bitte nicht böse, wenn ich hier jetzt irgendwie den Namen vertauscht habe. Also auf jeden Fall Hayek. Okay, also ich kann auf jeden Fall nichts dagegen sagen. Ist halt ein Schweizer Unternehmer, der halt wahrscheinlich ein bisschen Kohle hatte und dann halt Motorsport betreibt. Genau, ja. Ja, das Geld müsste man haben. Wir fahren Teamracing. Ja. Oder kommentieren das Ganze? Oder kommentieren das Ganze, genau. So, Stefan Vukovac steht noch in der Box. Und der war auch gleich raus von seinem Teamkollege, hat sich gerade schon aufgemacht. Startet hier von 1. So, dann der Jörg Degenkolbe startet von 2. Da wird es nach dem Rennen wahrscheinlich auch wieder Diskussionsbedarf geben. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass ein Fahrer von seinem Kaliber sich beim Start dreht. Also wirklich nicht. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass da irgendwie ein Fehler war oder es hat gerade gehängt oder so, es ging gerade los ja. Und dann war halt ein kurzer Blackspin oder sowas da. Das kann dann, das gab es natürlich auch schon oft in R-Faktor, dass man irgendwie kurzen Freeze, wenn auch nur kurz wenigstens war, aber das reicht dann eigentlich schon. Dass es wie man selbst dann kurz hängt und dann, wenn es ja weitergeht, ist man auf einer ganz anderen Stelle. Geht leider. Ja, in den meisten Fällen zerstört das halt das ganze Rennen, das ist dann extrem schade. Gut, in dem Fall ist er dann auch mitten im Feld, das heißt, trifft natürlich dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit einige Leute. Genau. Hier habe ich gerade bei mir im Bild den Gerhard Zeller, meinen Teamkollegen. Muss ich mal mit ihm reden, weil der Christian Kenklis, mein ehemaliger Teamkollege und Teamchef, der hat ja aufgehört. Und ja, wir sehen halt hier halt noch KW für Kenklis Wilhelm Motorsport. Und da werden wir uns eventuell noch einen Teamnamen ändern. Muss ich halt mal mit Gerhard reden, ob wir noch einen neuen Skin machen oder sowas.
Ja, also vielleicht gibt es ja zum nächsten Mal einen anderen Ford GT, den wir hier sehen. Ja, auf jeden Fall sehr schönes Fahrzeug, dieser Ford GT. Und ich kann es leider nicht hören, aber die Zuschauer können sicherlich sehr gut im Stream hören, den Sound, also sehr, sehr schön. Schönes Fahrzeug. Man sitzt, glaube ich, sehr tief und hat auch relativ bullige Front vorne. Ein bisschen ähnlich. Ja, das stimmt. Also du kannst ja mal eventuell kurz ins Cockpit switchen, wenn oder geht jetzt los, das genau, ist ja. Irgendwann später im Rennen einfach, da sieht man halt rechts diesen riesen Rückspiegel, man hat halt eigentlich ein sehr, sehr begrenztes Blickfeld nur und man sitzt aus der Tiefen und hat keine hohe Scheibe. Ja, wir sind ja gerade mal im Cockpit, können wir auf die Beifahrerseite switchen. So, hier sitzen wir als Beifahrer dann. Als Beifahrer sitzt man eigentlich noch fast mehr als der Fahrer. Vielleicht stelle ich ja noch einen Antrag an die Rennleitung, dass ich mir so ein Videobildschirm Rückspiegel einbauen lasse. Genau, ja. Ja, also ich könnte es machen. Ich könnte mir da dann rechts neben dieses Motec halt so ein Rückspiegel-LED-Dings reinmachen. Weil dieser Rückspiegel da, der stört schon extrem. Ja, das ist schon ganz schön gewaltig im Bild, das stimmt, ja. Weil wenn man jetzt sich zum Beispiel mal das Cockpit von Marinus Reda im Ferrari anguckt, da ist ja Panoramascheibe. So, wo ist der Marinus? Wo haben wir ihn? Zwei Plätze dahinter. Ah ja, da haben wir ihn. Ja, so, ja. Schönes freies Blickfeld. Okay, jetzt scheint es loszugehen. Ich bin mal still. Oder hier gehen wir noch eins. So, eine Ampel ist hier noch an. Gleich wenn sie ausgeht, starten wir in die Formationsrunde. So, jetzt. Achso, ich war die ganze Zeit bei Rennstart. Hey, wir haben ein bisschen Zeit. So, eine Runde haben die Piloten jetzt nochmal. Oh, Martin Fuhrmann steht aber ganz lange. Oh oh. Gibt's da Probleme? Nee, er fährt los. Ah, ein Glück. Ja, ungewohnt für ihn, mehr oder weniger. Also gut, wenn er das erste Rennen gewinnt, klar, startet er in der Regel schon ganz hinten. Ja, also sagen wir mal so, wenn er, also im zweiten Rennen startet er eigentlich immer relativ ziemlich weit hinten. Ja, die Position ist auf jeden Fall gewohnt. Hier ist natürlich wirklich sehr, sehr kritisch, da müssen wir dann echt mal drauf achten, beziehungsweise ich werde mal... vielleicht mal hinten ins Feld schalten hier für die Zuschauer. Kannst ja dann vorne mal gucken, was passiert. Vielleicht den Degenkolbe mal anschauen. Wir hoffen, dass er diesmal ohne Probleme da loskommt. Er ist eigentlich ein ziemlich guter Fahrer, also er kann es eigentlich. Und ja, durch technische. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Jörg jetzt erstmal den Stefan Vukovac in der Corvette schnappt und erstmal auf und davon zieht. Ja, das wäre so wahrscheinlich sein Ding, beziehungsweise was er von ihm uns kennt. In Abu Dhabi hat er wirklich eine sehr solide, saubere Leistung bekommen. Oh, geh weg mit der Sprache. Okay. Ich weiß nicht, war er mit dir da ineinander geraten? Oder? Nee, du hast mit deinem Team gesagt, dass ich im ersten Rennen halt mit meinem Teamkollegen halt ganz gemächlich da lang gefahren bin. Wir hätten Platz 2 und 3, glaube ich, waren es ganz heimfahren können. Und dann hatte ich anscheinend irgendwie geleckt und dann wurde ich halt von ihm getroffen, ohne dass er halt gemerkt hat. Und dann hing ich halt in der Leitplanke. Das war halt extrem bitter. Und im zweiten Rennen ging dann halt eigentlich auch nichts. Nichts so wirklich. Sprich, ich wäre lieber hier mitgefahren und in Abu Dhabi nicht. Ja, ich habe bei mir beim Testen in Abu Dhabi auch mal gemerkt, also wie performance-lastig die Strecke da auf jeden Fall war. Also kann schnell mal irgendwie Leck passieren. So, Stefan Vukovac, er könnte noch ein paar Zentimeter vorfahren, glaube ich, zumindest so, was die Startbox hier anzeigt. Ich gehe jetzt mal nach hinten ins Feld. So, und Martin Fuhrmann übt nochmal einen Start. Na, und lässt die anderen ein bisschen warten. So, Martin Fuhrmann hält jetzt an und los geht's. Na Martin, nicht zu weit vorfahren. Es geht als Frühstart. So, ich schau mir mal hier an, wie die Pfanne aussieht. Oh, Martin Fuhrmann, sehr gut.
dieser Mann, der Degenkolbe. Oh, da eng in der Erdkurve. Mit dem Feld, da ein Spieler hängt sich da an den Martin Kummerer. Martin Kummerer weit nach vorne. Kai Knebel auch von Platz 5 auf Platz 2. Oh, da hinten ist was. Da ist was passiert. Da hatte sich der Mirko Meier gedreht und das ist nicht schön, dass da nichts passiert ist. Ja, ich hab's dann müssen wir nochmal aufwickeln. Also, nein, Mirko Meier. Entschuldigen, Mirko, der wird von Henning Wollert von hinten getroffen. Die sich beide dann drehen. Danach fährt Hasso dem Mirko rein. Ja, das ist mal wieder sehr schade für den Hasso. Der hat aber auch immer ein Pech, das kann gar nicht wahr sein. Ja, Hasso gerade hier sehr eng mit dem Martin Thumann. Fast aneinander geraten. Martin Thumann jetzt schrappeln. Da fliegen schon wieder die Schürzen. Eieieiei. Uiuiuiui. Da haben wir einen Aston Martin. Aston Martin, das kann ich. Gut, der Name war gerade falsch, der hier eingeblendet wird. Ein Corvette hat sich weggedreht. Oh. Und der Hasso und der Christoph fallen die Box. Und ein zweiter war erst quasi mit ohne Heck. Ohne Frontschürze. Ja, gab's mal. Was macht der denn in der Box? Der hat einen Frühstart gemacht, das kann ja nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Das erklärt natürlich, wie er nach vorne geschossen ist, dann regelrecht. Der kann ja auch normalerweise sehr gut starten, deswegen habe ich mir da nichts bei gedacht. Das war ein Frühstart und er macht. Nee. Hey, der macht einen Boxenstopp. Der wird angehoben. Oha. Wenn der jetzt hier das falsche Setup gewählt hat. Oder. Also hier könnte ich mir jetzt entweder vorstellen, er hat einen Frühstart gemacht und erst hat, wie es halt manchmal so ist, nicht erkannt, dass er einen Stop nur machen will und verpasst ihm einen Boxenstopp, oder er ist tatsächlich im Qualifikationssetup gestartet. Und musste sich jetzt hier andere Reifen anbauen lassen und mehr Sprit vor allen Dingen. Das ist natürlich sehr bitter gegen Köln. Also zweiten Fest. Ein Rennwochenende zu vergessen. Für Jörg Degenkolbe bis jetzt und Hasso Osterkamp und ja, das ist ein paar mehr. Stefan Dehnecke hier auf Platz 4. Naja, jetzt kommt der Martin aber ganz schön angezogen. Aller Voraussicht nach wird das nicht lange halten. Kai Knebel, der war in der schnellsten Runde. 1:30, 2:04. Oh, da kommt der Stefan weit raus. Und der Martin dicht da rein und beziehungsweise war schon neben ihm und kriegt die Kurve als erster. Also ich behaupte, der Kai Knebel, wenn der keinen Fehler macht, wird er hier eine gute Position halt machen jetzt in den Rennen, weil der hat hier ziemlich viel Vorsprung und er ist kein langsamer Fahrer, ganz bestimmt nicht. Ja, hat es von dem Dieter Himmel da, verstehe ich gerade. Und Michael Welle hängt hinter Manfred Schneider, da kannst du mal draufschalten, das ist Platz 7 und 8. Ja. Nach außen, aber nach innen ergesetzt. Oh. Die gute alte Musik. Oh, das ist zu schnell. Das ist knapp. Das sah so aus, als würde die Corvette mitnehmen. Das ist voll mit Randbauer. Ja, ich guck mal so das Feld, ob da noch irgendwas ist. Marinus. Oha, Marinus Rieder hängt hier jetzt. Hier, das ist Platz 7, 8, 9, 10 hier, das ist ein einziger Pulk. Ja, da kommen eine ganze Menge Fahrzeuge drin. Michael hier ist ein bisschen schlecht in die Kurve gekommen. Rettet sich noch. So. Hier sind 10 Fahrzeuge innerhalb von einem Sektor hier. Oder es könnte fast schon ein halber Sektor sein, so nasen die zusammen. Während hier der erste von dem Pulk auf Start und Ziel kommt, kommt der letzte von dem Pulk in die letzte Kurve. Also das. Ja, der BMW greift da, das muss der Thomas Ritter sein. Da kommt der Frank Bauer weit raus. Muss da nach innen ziehen.
Monia Gegenkolbe ist hier auf Platz 17 sehr, 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 sehr bitter. Henning Wollert schiebt sich da an BMW vorbei. Wir sind auf die Verfolgung von Marinas Wehr. Auch eine ganz knappe Sache da in der Kurve. Und Michael Wille, ja, wo ist sein Topspeed? Hat er sich vielleicht schon ein bisschen geschält, dass sein Topspeed vielleicht nicht mehr ganz so da ist? Henning Wollert geht jetzt an Marinas Wehr vorbei, wahrscheinlich. Ja, das tut er auch. Ja. Das war, da hat er. Da hat er gerade noch die freie Lücke gefunden, das hätte auch ein Riesenfeuer werden können. So, Michael Wille klebt hier an Frank Bauer. Ja, geht auch eng werden. Die beiden kennen sich auch lange, sind einige 24 Stunden rennen auch schon drin, muss ich sagen. Also, und Michael war natürlich jetzt hier sehr interessant. Und der Frank, ja, der steigert sich auch jetzt hier von Rennen zu Rennen. Schauen wir mal, ob der Michael da ihn irgendwo knacken kann, weil der Frank Bauer ist ein sehr, sehr konstanter Fahrer. Also, den bringt auch nicht so schnell aus der Ruhe. Wenn er langsam sein sollte, dann casht er ihn drin. Aber wenn er die Geschwindigkeit halten kann und die Linie, ist er auch sehr schwer zu knacken. Also, aus der Ruhe bringen ist es bei ihm schon mal gar nicht angesagt. Gut, das wird ja jetzt langsam zum Dreikampf, weil der Manfred Schneider noch dazu kommt. Ja. Jetzt, Michael versucht. Ja, jetzt ist er in einer guten Position. Ja, der ist vorbei. Ja. Dann hat er das geschafft. So, ich behaupte mal, am Ende der Baden wird sich jetzt der Manfred Schneider den Frank Bauer schnappen wollen. Oder auch nicht, was sich hier, wahrscheinlich fährt der Frank Bauer einen sehr niedrigen Flügel, der, oh, der holt sich auf den Wetter auf. Ja. Was ist denn hier los? Oh, das wird eng. Jetzt versucht's. Ah, Michael macht mit. Oh, schade. Marinus Rieder verliert hier die Frontschürze. Oh, das ist so eng. Oh, jetzt in die Kurve, das geht natürlich untersteuern. Oh, ja, da muss er vom Gas. Hey, du Witzke, was ist da denn los? Ja, ohne Frontschürze haben die Bahnen keinen Abtrieb. Michael Wille verliert es aber auch. Ich glaube, der hat sich in Platten eingefahren. Oh, und sein Team. Also vermute ich jetzt mal. Oh, nee, Marinus, Marinus geht geradeaus ins Kiesbett. Ja, irgendwas ist bei Michael Wille aber nicht so, wie es sein soll. Definitiv nicht. Nee, da ist irgendwie das Auto krumm. Wenn sie dafür jetzt in die Box fährt. Naja, bleibt draußen, guckt vielleicht. Ja, vielleicht sollte man die Konzentration jetzt mal gestört. Na, so eine Sache ist natürlich auch mal die Konzentration mal schnell in die Hinsa. Und man braucht jetzt mal wieder ein bisschen, um sie zu fangen. Ja. Hier sieht man jetzt Kai Knebel. Setzt sich ganz deutlich von Platz 2 Peter Petrikowski ab. Danach Christian Kulsche und Martin Fuhrmann, der auf Christian Kulsche einen großen Schritt aufhört, wie zu erwarten war. So, der Henning Woller könnte jetzt einen Angriff starten auf den Thomas Sutter. Was der auch macht. Und er kommt schon wieder zu Leib. Eieiei. Ah, Michael Wille ist wieder dran. Was denn geht? Marinus Rieder. Ach, der war ja auch noch. Marinus Rieder steht in der Box. Du bist hier gerade auf dem Live-Climbing. Ja, der hatte sich nach dem Ausrutscher von Michael die Frontschürze abgefahren. Ja, steht immer noch in der Box, fällt weiter zurück. Jetzt kommt er als 18. wieder raus. 18. und ah, Michael muss sich wieder ein bisschen abreißen lassen, kommt gleich ins Kies. Was jetzt meinem Teamkollegen Gerhard zugute kommt. Ja, jetzt da dran. Ja, da haben wir also wirklich schon gesehen, also er ist drin. Martin Fuhrmann hat hier einen phänomenalen Start hingelegt, also so hat er gleich den Kölsch in der Box. Der hat aufgegeben. Oh. Dann guck nochmal, ob ihn hier erwischen, dann ziehe ich ihn mal runter. Aber lass lieber noch ein bisschen Zeit, er muss erst so abkühlen. Das wäre, glaube ich, nicht schön. Das, ja, okay, hast recht.
Wir, Micha, wenn du mal kurz an seinen Teamkollegen von mir bist, dann Thomas Sutter vorbei. So, und Martin Fuhrmann auf Platz 4 ist jetzt drauf und dran, Christian Kohlsch auf Platz 3 zu knacken. In seinem ganz schwarzen Nissan GTR von S und der oder SSR? Weißt du? SRF. Ach, SRF, ja. Genau. Kann ich ja mit den Jungs reden, vielleicht wollen die auch einen Skin haben. Oh, ich sehe gerade, ja, den Körper hat sich TF verlassen. Ah, den erwischen wir also nicht mehr. Ja, ich glaube, das wäre auch nicht gut geendet. Nee, das ist schon sehr schade für ihn. Er war in einer sehr guten Ausgangsposition, aber ich kann es ja auch verstehen. Also wenn man so weit vorne ist und dann durch so ein entweder Fehler von R-Faktor oder halt durch einen blöden Fehler halt, der dann halt das falsche Setup lädt, halt sowas hinnehmen muss wie einen zusätzlichen Boxenstopp oder so, dann ja, das wäre halt auch nicht so, würde ich auch nicht gerne haben. Das ist also das, was man als Fahrer ja braucht. Ich bitte ja ein bisschen meine ab und zu vielleicht etwas hektischen Umswitchereien hier zu entschuldigen, aber hier ist so viel los im Moment, wir versuchen das hier mal einigermaßen einzufangen. Jetzt sind wir wieder auf Christian Kohlsch und Martin Fuhrmann. Jetzt wird Martin ja, den hat er jetzt Angriff das versucht. Wage ich zu sagen. Ja. Sauber ausgebremst. Zieht rein. Gegenangriff. Nein, wird cool. Stefan Denecke ist aber auch schon relativ nah an Christian Kohlsch rangekommen. Also näher als eben. Ja. Solange er bis Platz 2 landet, ist ja alles in Ordnung. Oh, Henning wollte den gleichen Querschwer, der fast im Dreher geendet wäre. Ja. Ist ein bisschen abtragen. Oh, hier kannst du mal gucken, Welle gegen Sutter, die sind wieder ganz nah beieinander. Ah, da haben wir auch Platz 9 und 10. So, dein Teamkollege auch noch dahinter. Leichter Sicherheitsabstand nenne ich jetzt einfach mal. Ja, die beiden fahren ja wirklich sehr aggressiv. Oh, manchmal sieht es aus, als wenn der BMW so einen leichten Quersteher beim Reifen die Kurve. Oh, dein Teamkollege, der Ford GT kam da ganz schön weit raus. Kann passieren, ich kann ja auch manchmal auf dich fahren. Ja, dann versucht man nämlich am Vorderen wieder dran zu bleiben, vielleicht einen Hauch später zu bremsen, ist gleich mal die Vorderachse ein, zwei Meter weiter draußen. So, hier, wir mit stehenden Reifen in die Kurve, jetzt raus beschleunigen. Das sieht manchmal ein bisschen aus, als wenn Michael vielleicht nicht ganz so gut rauskommt. Ja, das kann man halt hier wieder beobachten, was halt relativ oft der Fall ist. Und zwar, dass halt der Hinterherfahrende eigentlich auf der ganzen Strecke schneller ist, da aber nirgendwo sich eine Überholmöglichkeit bietet. Übrigens überholt er ihn, glaube ich, jetzt. Ja. Und jetzt kommt er. Ja. Oh, das wird eng. Jetzt, ich halte mal die Klappe. Jetzt die Knick hier, der wird voll gefahren. Ah, sehr fair gefahren von Michael. Genau. Und ja, jetzt okay, ist er das ist jetzt. Jetzt sollte er ihn haben. Ja, worauf ich eben noch hinaus wollte, das war halt, das ist halt, dass halt der Hinterherfahrende im Ganzen, auf der ganzen Strecke eigentlich wirklich schneller sein kann. Aber dann ist es halt so wie hier im Infield, dass sich halt einfach keine einzige Überholmöglichkeit bildet und dann an der entscheidenden Stelle, zum Beispiel auf der Landfahrt, kommt man dann halt einfach immer nicht so schnell raus, dass man halt mehr überholen kann. Also der entscheidende Impuls fehlt dann halt immer so, dass man vorbeikommt. Oh, Henning Wollert hier. Vom Start hier gerade. Ah, meine Maus hat wieder verabschiedet. Henning Wollert jetzt gerade hier weit draußen gewesen. Fährt hier wirklich sehr weite Linie. Die reiten ja schon mal eine Viertelstunde am Ende. So, Stefan Denecke ist drauf und dran, sich den Christian Kohlsch zu schlappen. Ja genau, schnappen. Irgendwie meine Zunge spinnt gerade so ein bisschen. Ich muss mal hier gerade rebooten. Und Stefan, ja. Nein, der ist jetzt zu zurückhaltend. Ja, Stefan, da muss mehr Aggression rein. So, jetzt kommt er wieder. Oh! Oh, Denecke. Oh,
das war Andrea. Und fällt dann. Da war er in Gedanken schon am Überholen und hat vergessen, das Gas zu probieren. Ja. Da war er ein bisschen so glücklich. Fällt jedoch jetzt auf Platz 8 zurück.